Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wachstumshormon für Devourhörner anzunehmen bei Händler Alexi Krugstopf in Suldazar an dieser Position. Was liegt an? Darf mich nun ins Questgebiet begeben. Brauche für diese Quest 10 dampfendes Wisches Aas. Hier bin ich auch schon. Wie man sieht, sind hier auch ein paar Mobs zu töten. Muss man nicht. Also, für die Quest braucht man sie nicht. Aber sie stehen halt im Weg. Und greifen unseren Charakter an. So, hier sieht man dieses dampfende frisches Aas, so Fleischbrocken. Falls euch dieses Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben, würde mich sehr freuen. Wie man sieht, gibt jeder Fleischbrocken ein dampfendes frisches Aas. Zwei von 10 habe ich. Und wie man sieht, edit hier alles, was umherläuft. Vermutlich war meine AE-Attacke noch an. Aber was jetzt edit, kann ich später nicht edden. Logischerweise. So, 4 von 10. Hole hier diese zwei Mobs. Da ich vorhabe, diese zwei Fleischbrocken hier einzusammeln. So, okay, dieser Mob endet auch. Dieser Mob hier ist ein Quest-Mob von einer anderen Quest. Da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Der hält ein bisschen mehr raus. Da es aber ein Quest-Mob ist, ist er natürlich auch zu schaffen. Hab jetzt 6 von 10. Aas. So. Nun brauche ich noch 2. Hole ich gleich diesen Mob mit und diesen. Loote schnell diesen Brocken. Und dann diesen als letztes. So. Quest ist bereit zur Abgabe. Gleich bin ich auch schon beim Quest-Abgabe-NPC.
Da bin ich. Quest ist abzugeben bei Händler Alexi Krugstopf in Suldasar an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.